Sie sind hier 18. Juli 2018, 19.20 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Maximilian Matterer ist die Nummer 49 der Weltrangliste. Urheberrecht Getty Images. Maximilian Matterer scheitert beim ATP-Turnier in Umag an einem Serben. Damit ist kein Deutscher mehr im Rennen um den Turniersieg. Maximilian Matterer ist beim mit rund 560.000 Euro dotierten ATP-Turnier im kroatischen Umag im Achtelfinale ausgeschieden. Punkt. Einen Tag nach seinem Auftaktsieg gegen den einheimischen Wildcard-Spieler Nino Serdarusic musste sich der 23 Jahre alte French Open Achtelfinalist dem Serben Laszlo Djere mit 6:7, 4:7, 3:6 geschlagen geben. DATENCENTER, Ergebnisse aus Umag. Matterer war beim Sandplatzturnier auf der Halbinsel Istrien der einzige Deutsche im Hauptfeld.